ist ein Bekenntnis, das jetzt Sie zum Beispiel als Vertreter der industriellen Vereinigung auch rückgemeldet bekommen, diese neuen Arbeitszeitmodelle. Jetzt haben wir gehört, zum Beispiel Huppenkotten, wo ja zur I&R Schertler Gruppe gehört, da denkt man über 4-Tage-Woche nach. Ist das ein Modell, das auch junge Menschen aus Ihrer Sicht immer mehr fordern? Also ich glaube, das ist ein ganz klarer, wie soll ich sagen, ein Wettbewerb natürlich auch innerhalb von Vorarlberg um die Arbeitskräfte. Und jeder Betrieb hat für sich seine Incentives, wie man Mitarbeiter quasi wirbt. Und Huppenkotten, das Unternehmen haben Sie angesprochen, überlegt sich, diese 4-Tage-Woche einzuführen. Zumindest, wie ich das mitbekommen habe, möchten das einige Mitarbeiter, einige möchten es auch nicht. Und ich glaube, das ist auch, sollte auch den Mitarbeitern schlussendlich, wie es Huppenkotten noch macht, auch freigestellt werden. Das finde ich auch gut, wo es natürlich auch möglich ist. Wenn ich mit anderen Betrieben rede, die haben natürlich nicht so einfach die Möglichkeit, wenn ich beispielsweise in der Produktion bin, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag produziere, na dann kann ich nicht so einfach mein Schichtmodell umändern und jedem quasi das nach den eigenen Bedürfnissen möglich machen. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass wenn ich jetzt so mit unseren Betrieben rede, dann glaube ich schon, dass da sehr viel auch versucht wird, auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzugehen und natürlich da auch unterschiedliche Modelle möglich zu machen. Wenn man es hört, also wenn man mit Unternehmen spricht, man hört immer, der Markt sei ziemlich ausgedünnt. Dann, welche Rolle jetzt auch mit Homeoffice oder in Kombination mit Homeoffice, wie fair gehen die Unternehmen eigentlich miteinander um, wenn es um den Kampf, um das Bewerben von Mitarbeitern geht? Es wäre ja eigentlich die ideale Zeit, wenn Menschen zu Hause sitzen, da Abwerbeversuche zu starten. Also in meiner Wahrnehmung funktioniert das alles natürlich sehr, sehr fair, aber natürlich, wir haben einen Arbeitsmarkt und die Unternehmen poolen natürlich gegenseitig oder poolen miteinander um dieselben Arbeitskräfte. Das ist bei einer Arbeitskräfteverknappung, wie wir derzeit haben, ist das natürlich der Fall. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass der Umgang trotzdem ein sehr sportlicher und ein sehr fairer ist. Aber natürlich ist es auch legitim, wenn eben einzelne Unternehmen andere Arbeitszeitmodelle, andere Entlohnungsmodelle anbieten, um schlussendlich attraktiver zu sein. Da haben wir natürlich auch insgesamt eine Konkurrenz zur Schweiz. Die dürfen wir natürlich auch nicht unterschätzen. Also dementsprechend haben wir da insgesamt in diesem Dreiländereck natürlich viel Konkurrenz. Können sich da im Prinzip die Arbeitnehmer schon den Arbeitgeber mehr oder weniger